Moto TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen, das Autohaus Strasser in St. Gertraudi. Und er steht jetzt hier im Autohaus, der neue VW Tiguan. Und der Martin wird uns das Fahrzeug jetzt etwas vorstellen und das Neueste berichten über das Auto. Bitte, Martin. Ganz gern. Ja, Gott sei Dank, endlich ist er da, der neue Tiguan. Wir haben lange auf den gewartet. Gewaltig scheiße geworden. Das ist jetzt der R-Line auch noch. Man kann, was halt äußerlich man sieht, die Rundungen bzw. die aerodynamischen Einlässe mit dem markanten Grill, so wie er fuhren optisch als wir hinten und auf der Seite, ist schon sensationell geworden. Das ist das ganze neue VW-Design, eben mit den neuen Frontleuchten, mit den neuen Einlässen. Und das Auto ist auch etwas größer als wie der alte. Ganz genau. Das IQ Matrix-Licht ist gleich wie vom Passat bzw. vom Touareg übernommen worden. Extrem gutes Licht mit vielen Features und auch die Größe hat sich auch geändert. Das Auto ist über 3 cm länger als das Vorgängermodell. Siehst von der Höhe und von der Breite ist eigentlich gleich ident wie davor. Wirkt aber gar nicht so groß gegenüber dem alten Modell. Also hinten das schöne abschrägende Heck. Also man sieht schon, das Fahrzeug hat ein richtig schönes Design bekommen. Die Seitenansicht, und das werden wir uns jetzt einmal von der Seite anschauen. Richtig proportional, wunderschön gestaltet, das neue Design. Und man sieht schon, sie haben sich was einfallen lassen. Auch mit den wunderschönen Linien, mit den schönen Kanten. Also ein schönes Fahrzeug. Ganz genau, also echt wunderschön geworden. Also das mit den Kanten voller Mitten bis zurück. Beziehungsweise auch die Schwingungen und auch das Aerodynamische hinten ist echt gewaltig geworden bei dem Modell. Diesen Bericht präsentiert euch Autohaus Strasser in St. Gertraudi mit den Modellen von VW, Seat, Cupra. Und was haben wir jetzt da für Ausführungen? Gibt es da auch wieder verschiedene Ausführungen von bis? Da ist es natürlich der R-Line der höchst ausgestattetste, auch der sportlichste mit den speziellen Felgen und auch von draußen her. Gibt auch das Basismodell. Der ist ein Einsteiger, der geht bei 33,99 los bis nach oben. Der R-Line hat natürlich mehr Ausstattungen und liegt dann bei 60.000. Wo ist der Einstiegspreis beim Grundmodell? Der Einstiegspreis geht bei 33.99, fängt das Einstiegmodell an. Und was für Motorisierung habe ich beim Einsteigermodell? Ein Einsteigermodell gibt es im Benzin sowohl als auch im Diesel. Da gibt es dann 130 PS im Benziner, 1,5 Liter oder die 150 PS Diesel mit den 2-Liter Maschinen, wie es früher schon gegeben hat, sind die Einstiegsmodelle möglich. Es sind nur Automatik, also es gibt keinen Schalter mehr, sondern alle zwei Varianten ist nur in Automatik möglich. Mit DSG-Getriebe? Ganz genau, ja. Und der Allrad ist bei 103,1 der stärkere Motor und Verbrauch liegen wir da zwischen 6 und 8,6 Liter. Natürlich je nach Fahrverhalten auch. Und gibt es das Fahrzeug dann als Hybrid- und Elektrofahrzeug auch? Rein Elektro nicht, aber in Hybridform. Und das wird auch sensationell werden, weil es hat sich wieder einiges geändert. Der jetzige Tiguan, wenn er dann zum Bestellen ist, der Hybrid, schafft dann 100 Kilometer Reichweite, nur rein elektrisch. Also das ist auch ein Steuervorteil wiederum für den Unternehmer oder für den Endverbraucher. Ganz genau, ganz genau. Und man kommt relativ weit, 100 Kilometer ist jetzt nicht wenig. 100 Kilometer ist viel für ein Elektrofahrzeug, mittlerweile als Hybrid, das Einstiegsmodell bei dem Tiguan. Ja, dann gehen wir ein bisschen weiter, dann schauen wir uns einmal das Heck an. Auch die Heckansicht bei dem Fahrzeug wunderschön. Wie gesagt, das neue VW-Design. Und was ist da so Besonderes jetzt gegenüber dem alten Modell? Ja genau, was eben wie gesagt, was vorne, die Rundungen auch hinten mit den markanten Kanten, hinterweg die komplette LED-Leisten, auch wie durchgehend vorne, auch hinten. Beim R-Line auch extrem auffallend, die schwarzen Waben mit dem Black and Style-Paket nur optional dazu, könnte man dann die Schriftzüge auch in schwarz haben. Also optisch natürlich ein Hingucker und durch das LED-Matrix-Licht natürlich auch alles viel nur genauer bzw. markanter die ganze Ausstattungslinie. 3 cm ist das Fahrzeug länger wie das alte Modell und der Kofferraum. Ist der auch größer oder hat sich das Volumen gleich gehalten? Durch das, dass der Vorteil ist, dass das Auto länger ist, was auch super ist, hat man natürlich auch mehr Kofferraumvolumen. So hat man jetzt 650 Liter Volumen. Optional kann man natürlich auch von hinten, ganz fein, die Rücksitzbänke umklappen mit einem Handgriff. Und dann hat er ein Volumen also von fast 1800 Liter, also schon eine Menge Platz. Da gibt es noch ein Ablagefach? Genau, also kann man natürlich auch Stauraum ist auch variabel verschiebbar bzw. kann man niedersetzen und da hat man dann nur ein Ablagefach bzw. für andere Sachen auch noch.
Das Auto hat optional noch eine Anhängerkupplung, elektronisch. Kann man dann auch mit Knopfdruck ausfahren, dann einfach hochziehen und dann einrasten und man kann sogar einen Hänger dann mitziehen. Ne? Wie viel Anhängelast haben wir da? 1600 Kilo. 1600 Kilo, optional Aufpreis für das kleinere Modell? Um die 1000 Euro. Hydrosoft Wellness Sauna. Die schönste Form von gesundem Schwitzen. Ja, und auch was natürlich auch der Komfort auch für größere Leute ist und fein ist, ich bin 1,85 Meter groß, ist auch zum Vordersitz bzw. die Beinfreiheit auch die Höhe, hat man super platt, auch bei längeren Fahrten hockt man echt optimal gut und fein. Und der Vorteil ist bei den Modellen, er hat einen verschiebbaren Sitz, man kann Füße zurückschieben. Die Verstellung ist bei beiden Seiten wie links als wie rechts, da ist dann die Doppelfläche und da ist der Einzelsitz. Kann man Füße und zurück verschieben. Das Airline-Modell, markant sind die blauen Nähte, was es beim Airline dazu gibt, auch mit den Waben bzw. Rautenmuster. Die ganze Mittellehne von oben bis unten im Leder bzw. vorne auch mit den Schollensitzen, da mit dem freien Schlitz. Ja, das Interieur, typisch VW-Linie. Also das ist jetzt komplett alles neu, wie vom Vorgängermodell von Tiguan. Ist eigentlich gleich wie beim neuen Passat mit eben, durch das, dass das jetzt Airline ist, mit den Airline-Muster links und rechts, den großen Bildschirm. Das ist bei jedem Modell, bzw. auch mit dem virtuellen Cockpit, ist das jetzt alles komplett neu von Infotainment. Eben mit der neuen Software-Update ist der Bildschirm bzw. zum Bedienen sehr schnell. So ist immer der Startbildschirm. Man hat oben mit Schnelltasten immer gleich das Gewisse, was man braucht, sei es Navi, sei es die Telefondaten, sei es die Assistenzsysteme. Und man ist relativ schnell drin in die ganzen Menüs, einfach leicht zu bedienen. Was ganz neu ist, ist auch unten das Radl. Da hat man drei Funktionen. Entweder man dort die Lautstärke ändern oder man switcht um, drückt einmal drauf, dann hat man einmal die Ambientebeleuchtung, was man da ändern kann, mit verschiedenen Farben. Oder man drückt da nochmal drauf und dann hat man das Fahrprofil, kann man dann umstellen, ökonomischer bzw. sportlicher Fahrverhalten oder das Komfort. Beim Bildschirm ist auch ganz leicht, man kann die einzelnen Punkte oder Menüs draufdrucken, dann kommt man gleich in die Menükarten rein, in groß. Kann man gleich als Navi zum Suchen bzw. eingeben wegen die Adressen. Wenn ich wieder zurückgehe auf die Kachel, bin ich wieder auf mein Standardmenü, bin sofort bei der Telefonliste drin, kann dann beliebig die Nummer wählen und die Klima ist auch leicht zu bedienen. Mit Blau und Rot kann ich die Temperatur erhöhen oder senken und mit der Sitzheizung kann ich Massagefunktion einschalten bzw. auch die Sitzheizung in drei Kategorien einschalten und ausschalten. Manche Sachen vom Lenkradl auch bedienen über einen Bildschirm, beziehungsweise was auch wieder ganz cool ist, das alte System bzw. die normalen Tasten. Man kann da Radiosender wechseln bzw. auch die Lautstärke. Die ganzen Assistenzsysteme kann man da ein- und ausschalten, beziehungsweise vom virtuellen Cockpit kann man auch da auf der rechten Seite alle Elemente bedienen. Und ganz wichtig, eine Lenkradheizung ist auch dabei, kann man da auch über das Lenkrad bedienen und ist ganz fein im Winter. Ist das optional auch beim kleineren Modell bestellbar? Genau, ist auch optional beim kleineren Modell bestellbar. Mittelarmlehne auch, optional verstellbar, Rausschirm bzw. Unterbeug ist ein Ablagefach mit Getränkehalterungen. Und was auch ganz fein ist und neu, ist vorne zwei Ablagen, einmal für oben was zum Ablegen. Beziehungsweise man kann das aufklappen und ist jetzt neu, man kann zwei Handys induktiv laden. Das hat es davor auch nicht gegeben. Der Preis gegenüber dem alten Modell? Preis-Leistung hat sich nicht viel geändert. Ist eigentlich nur gleich geblieben. Natürlich, eine Preiserhöhung gibt es immer. Aber das Modell liegt, so wie er jetzt da ist, bei 55.000 Euro Listenpreis. Und jetzt möchte ich den bestellen und möchte ihn gleich haben. Wie lange habe ich denn Lieferzeit? Je nach Modellart, ob jetzt Benzin oder Diesel oder Allrad, kann von 2 bis 6 Monate Lieferzeit sein. Und das Fahrzeug gibt es schon als Allradmodell? Allrad ist schon bestellbar. Wir haben einige auch vorbestellt, kann man jederzeit bestellen. Ja, die Sicherheitsmerkmale bei VW sind beim neuen Tiguan die SOS-Taste. Ganz genau. Die kann man selber betätigen, wenn man draufdrückt, geht die Klappe auf, kann man den Knopfdruck dann betätigen selbst.
Sonst ist es so, sollte ein Unfall passieren bzw. die Airbags aufgehen, geht der Funkspruch selber automatisch raus zu der Zentrale und dann wird die nächstliegende Rettung oder Polizei alarmiert und kommt dann daher. Airbag, nicht nur ein normalen Airbag bzw. auch Dach-Airbag und auch die Seiten-Airbag, bei den neuen Modellen ganz wichtig, was auch da alles mit dabei ist. Abstandstempomat, Frontassist haben sie alle, bzw. Spurhalteassistent serienmäßig, optional auch den toten Winkelassistenten bzw. den Travel Assist. Ja, Martin, da danken wir recht herzlich für die Präsentation des neuen VW Tiguan. Wir wünschen einen guten Verkaufsstart. Danke, danke. Ja, und im nächsten Teil bei VW Autohaus Strasser in St. Gertraudi stellen wir den neuen VW Tigros vor. Ganz genau. Diesen Bericht präsentierte euch Autohaus Strasser in St. Gertraudi mit den Modellen von VW, Seat und Cupra.